Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Universal Music geht mit einem Paukenschlag an die Börse. Haben Labels Angst vor dem neuen Musikbusiness? Was ist eine Label-Copy? Dein wöchentlicher Tipp. Herzlich willkommen zu einer neuen MBI-Folge. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview letzte Woche gefallen hat. In Zukunft will ich sowas immer mal wieder mit einfließen lassen, wenn es sich anbietet. Heute gibt's aber wieder eine normale Folge in gewohnter Länge. Also lass uns direkt reinstarten. Insider Update. Die Universal Music Group, das größte Label der Welt, ist letzte Woche in Amsterdam an die Börse gegangen. Und das mit einem echten Paukenschlag. Angedacht vom Mutterkonzern Vivendi war, dass sie für ca. 18,50 Euro pro Aktie gelistet werden. Das wäre eine Unternehmensbewertung von knapp 33,5 Milliarden Euro gewesen. Aber dem war nicht so. Eingestiegen sind sie in der Früh mit ganzen 25,25 Euro pro Aktie, also über 70% mehr als eigentlich angedacht. Am Ende des Tages war der Kurs dann bei 25,10 Euro und bedeutet somit, dass die Universal Music Group am Ende des ersten Handelstages ganze 45,5 Milliarden Euro wert war. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Aktie bei knapp 24 Euro, also ein bisschen gefallen, aber trotzdem noch weit über dem ursprünglichen Ziel. Dadurch ist übrigens auch der Konkurrent Warner Music, die ebenfalls an der Börse sind, ordentlich angestiegen. Aber genug von Aktien, das interessiert ja wahrscheinlich nicht jeden von uns. Was bedeutet das jetzt aber? Ganz grob gesagt heißt das, dass die Wirtschaft wohl viel Potenzial in dem Unternehmen sieht, auch zukünftig. Der größte Rechteinhaber der Welt kommt also gut an in der Finanzwelt. Du kennst ja meine persönliche Meinung zu Labels, wir werden also sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Unbestritten bleibt aber definitiv, dass Musik bzw. die Rechte dahinter einen riesigen Wert haben und das auch die Finanzmärkte so sehen. Und im Zentrum des Ganzen stehen natürlich die KünstlerInnen. Und das, glaube ich, ist ein wirklich gutes Zeichen. Insider Trends. Bevor jedes Unternehmen an die Börse geht, muss ein sogenannter Börsenprospekt veröffentlicht werden, der genau aufzeigt, wie es finanziell aussieht, was sie genau machen und eben auch, welche Risiken bestehen. Das fand ich persönlich bei Universal in der aktuellen Zeit natürlich super interessant und habe mir das über 300 Seiten lange Dokument mal ein bisschen näher angeschaut. Ganz besonders die Risiken haben mich interessiert, weil ich den aktuellen Strukturen des Musikbusiness ja eher skeptisch gegenüberstehe. Vorab vielleicht noch kurz. Das heißt jetzt nicht sofort, dass Universal vor diesen Risiken besonders Panik hat oder so. Sie müssen es für den Börsengang einfach transparent machen, was auf sie zukommen könnte. Aber trotzdem sind mir hier ein paar Punkte besonders ins Auge gefallen, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Einerseits fand ich den Paragraphen 1.1.2 im Prospekt sehr interessant, der sagt, dass Universal und damit natürlich auch alle anderen Labels sehr von der Streaming-Entwicklung abhängen. Sind. Wenn hier die Nutzerzahlen und oder Umsätze nicht weiterhin steigen, dann könnte sich das durchaus negativ auf die Labels auswirken. Weil zum Beispiel allein bei Universal 2020 65% der insgesamten Umsätze aus dem digitalen Geschäft gekommen sind. Zu Universal Music Group zählt auch noch der Verlagsarm und vieles mehr. Wir reden hier also nicht nur vom Label. Da dürfte der digitale Anteil wahrscheinlich noch höher sein. Streaming ist und bleibt also ein absoluter Wachstumstreiber und essentieller Bestandteil unseres Musikbusiness. Sowohl für Labels als auch natürlich für MusikerInnen. Im Paragraph 1.1.3 steht zudem noch, dass Universal auch vom Wohlwollen der Streaming-Plattformen abhängig ist, weil diese ihre Musik mit Playlisten und den Algorithmen vermarkten. Änderungen hieran oder an den Konditionen wären also dramatisch. Und jetzt kommt der Punkt, der mir besonders ins Auge gefallen ist, nämlich 1.1.8. Hier merken sie nämlich an, dass sie nicht nur Konkurrenz in der traditionellen Musikindustrie haben, sondern auch neue Player im Business eine Bedrohung sein könnten und KünstlerInnen, die sich gegen einen Label-Deal entscheiden. Die neuen Player sind zum Beispiel die großen Investmentfonds, die ja aktuell wie wild Musikrechte aufkaufen. Das haben wir uns in der zweiten MBI-Folge schon mal angeschaut. Und als weitere Gefahr werden eben auch die KünstlerInnen angeführt, die kein Label mehr haben wollen. Im Prospekt steht wörtlich drin, dass neue Technologien und der Zugang zu einem globalen Netzwerk an Konsumenten bereits eine Auswirkung haben und auch weiterhin bedeuten, dass MusikerInnen sich auf eigene Faust etablieren. Auch wird angeführt, dass die Music Distribution Plattform, also zum Beispiel Spotify und Co., einige Aufgaben der Labels übernehmen könnten und somit zu einer echten Konkurrenz werden. Alles zielt hier also darauf ab, dass MusikerInnen immer unabhängiger werden und eben keine Mittelsmänner wie Labels mehr benötigen. Entweder sie machen ihren Content direkt für die Fans verfügbar oder machen direkte Deals mit den Streaming-Anbietern selbst. Alles vorbei an den Labels. Zudem wird noch angemerkt, dass dadurch auch die Art der Verträge und Konditionen mit Künstlern verändert werden könnten. Wie schon mal gesagt, das heißt jetzt nicht, dass Universal vor jedem dieser Punkte
Punkte riesige Panik hat. Aber es zeigt definitiv, dass ihnen diese Entwicklungen bewusst sind und sie diese als Gefahren sehen. Für mich ist das eine riesige Bestätigung dessen, was ich die letzten 3 Jahre kommuniziere. Du als Musikerin brauchst heutzutage kein Label mehr und kannst es auch auf eigene Faust schaffen. Und je mehr wir das etablieren können, desto besser gestellt sind die Künstler. Egal, ob sie dann deutlich bessere Deals bekommen oder eben komplett unabhängig arbeiten. Das ist mein großes Ziel und es ist definitiv auch den großen Labels bewusst. Klingt doch nach einer ziemlich coolen Zukunft, oder? Schreib mir deine Meinung hierzu doch gerne mal. Ich bin gespannt. Der 4. und letzte Buchstabe für das September-Gewinnspiel ist übrigens nochmal ein Z. Wenn du jetzt das Lösungswort hast, dann geh am besten direkt auf adamant-music.com/podcast, gib dort das Wort ein und schon nimmst du an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es wie immer eine individuelle Beratungsstunde mit mir. Also viel Glück. Insider 101. Lass uns jetzt noch kurz zum Thema Label Copy kommen, denn das ist ein Dokument, das du für jeden deiner Releases unbedingt bereithalten solltest. Eine Label Copy, manchmal auch Metadatensheet genannt, ist ein Dokument, in dem alle wichtigen Codes und Daten zu deinem Release festgehalten werden. Ein Radiosender braucht zum Beispiel ISRCs, Labelcode, GEMA-Nummern, Urheber und so weiter. Andere Medien brauchen vielleicht Veröffentlichungsdatum und andere Infos. Diese ganzen offiziellen Codes und Daten werden in dieser Label-Copy festgehalten und verschickt. Vorsicht, das ist kein Presskit, in dem du auf die Hintergründe oder so eingehst, sondern es geht hier lediglich wirklich um die offiziell nötigen Infos. Hier passt also kein Pressetext oder sowas rein. Zu diesen nötigen Infos gehören zum Beispiel Titel und Interpret, ISRCs, Label-Code, GEMA-Nummern, Urheber, Veröffentlichungsdatum und gegebenenfalls Label oder Verlag. Das Ganze schreibst du übersichtlich in ein Dokument und kannst es dann als PDF mitschicken, wenn dein Song zum Beispiel im Radio gespielt werden soll. Idealerweise hast du so eine Label-Copy, also für jeden deiner Releases immer griffbereit, dann kann hier nichts schiefgehen. Insider-Tipp. Abschließend habe ich noch deinen wöchentlichen Tipp für dich. Interaktionen sind wichtiger denn je, egal auf welcher Plattform. Diese musst du also ganz bewusst befeuern, damit die Plattformen dich für relevant erachten und dir mehr Reichweite schenken. Interaktionen sind zum Beispiel Likes, Kommentare, DMs, Story-Interaktionen, Saves und vieles mehr. Versuch das also wirklich aktiv zu befeuern, indem du zum Beispiel Fragen stellst, mit deinen Fans DMs schreibst, die ganzen Story-Sticker verwendest oder einfach teilbaren Content erstellst. Alles, was dir Interaktionen bringt, wird dir auch mehr Reichweite und damit Fans bescheren. Überleg dir also unbedingt, wie du das in deiner Content-Strategie sinnvoll umsetzen kannst. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast und unseren anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden. Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music.